Bevor es richtig losgeht, erstmal eine ganz dicke Spoilerwarnung. Wir verraten hier sehr viel über die Story von Sons of the Forest und seinen Vorgänger. Wenn ihr die also selber sehen und erleben wollt, dann schaltet bitte gleich wieder ab. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped. Die Manscaped-Experten liefern euch zum Frühlingsbeginn mit dem Performance Package 4.0 ihr Komplettpaket für eure Rasierroutine. Der wasserdichte Lawnmower 4.0 Körperhaartrimmer ermöglicht mit SkinSafe-Technologie und LED-Licht eine optimierte Körperpflege. Und mit dem Performance Package 4.0 erhaltet ihr zusätzlich noch den Weed Whacker Ohren- und Nasenhaartrimmer und ein Duft- und Pflegeset. Wer jetzt bestellt, erhält noch ein paar reibungsmindernde Boxershorts sowie den The Shed Kulturbeutel gratis dazu. Mit dem Code GAMESTAR bekommt ihr bei der Bestellung 20% Rabatt, kostenlosen Versand und ein Manscaped-Produkt eurer Wahl obendrauf. Sons of the Forest, das ist vor allem Kannibalen bekämpfen, Mutanten abwehren, Häschen jagen, Häschen kochen und gemütliches Häusle bauen auf einer abgeschiedenen Insel. Ist ja auch irgendwie logisch. Schließlich gehörten all diese Dinge bereits zur Kernfaszination des Vorgängers The Forest. Um aber nicht nur die Fans gepflegter Survival-Sandboxes abzuholen, bauen die Entwickler bei Studio Endland Games auch stets eine Mystery-Geschichte in ihre Welten ein. Während die bei The Forest noch relativ geradlinig war und sich um einen Vater dreht, der nach einem Flugzeugabsturz seinen entführten Sohn sucht, wird's im direkten Nachfolger ungleich verworrener. Zwischen unserem Helikopterabsturz und dem geheimnisvollen Dimensionstor am Ende wird die Handlung bislang nämlich nur in zwei kleinen und zudem dialogfreien Zwischensequenzen erzählt. Die gigantischen Lücken dazwischen müssen wir uns mit Dutzenden knapp formulierten Dokumenten füllen, die überall auf der Insel verstreut liegen. Kein Wunder also, dass viele Spieler beim Überlebenskampf in den Wäldern den roten Faden verlieren und sich am Ende weder erklären können, was da gerade passiert ist, noch wer all diese Figuren aus den Sequenzen eigentlich waren. Doch damit ist jetzt Schluss, denn in diesem Video verschaffen wir euch einen Überblick über alle Storystationen. Rekapitulieren wir zunächst die Geschehnisse aus dem Vorgänger, denn die sind für die Story von Sons of the Forest durchaus relevant. In The Forest findet nämlich die Firma Zahara Therapeutics ein seltsames Artefakt und errichtet auf einer kannibalenverseuchten Insel ein Forschungslabor, um das Objekt im rechtsfreien Raum zu untersuchen. Warum gerade die Inseln, die auf keiner Karte verzeichnet sind, immer vor Kannibalen wimmeln müssen und ob daran schlussendlich auch wieder die Artefakte schuld sind, bleibt dagegen bis heute eines der größten Geheimnisse der Serie. Chefwissenschaftler Dr. Matthew Cross findet jedenfalls heraus, dass das Artefakt Tote wiederbeleben kann. Dazu nimmt es die Lebenskraft einer Person auf und überträgt sie auf eine andere. Cross versucht mit dieser Macht nun seine todkranke Tochter zu heilen, verwandelt dabei aber sein ganzes Forschungsteam in fiese Mutanten und bringt damit ausgerechnet den Menschen um, den er eigentlich retten wollte. Als letzte Verzweiflungstat lässt er daraufhin unser Flugzeug abstürzen, schnappt sich unseren Sohn Timmy und schafft es so tatsächlich, seine geliebte Tochter Megan doch noch wiederzuerwecken. Blöd nur, dass Megan dabei zum fiesen Mutanten-Endboss wird und Papi kurzerhand ausknipst. Wir müssen dann den Schlamassel aufräumen, das Megan-Monster besiegen und so Timmys Lebenskraft retten. Unser Söhnchen scheint dann zwar wieder halbwegs okay zu sein, kämpft aber zeitlebens gegen die mutierenden Kräfte in seinem Innern an. Als Erinnerung trägt er außerdem eine dicke Narbe im Gesicht. Soweit erstmal zur Story von The Forest. Im Nachfolger schlägt dann diese inzwischen eher unscheinbare Narbe die Brücke zwischen den beiden Spielen. Bei den zwei wichtigsten Storyfiguren in Sons of the Forest handelt es sich nämlich um unsere zwei Protagonisten aus The Forest.
also um Eric LeBlanc und dessen nun erwachsenen Sohn Tim. Ohne die Narbe wären wir da aber auch nicht drauf gekommen. Wichtigste Figuren muss hier allerdings in dicke Anführungszeichen gesetzt werden, denn in den zwei knappen Story-Sequenzen tauchen die beiden aus heiterem Himmel auf und interagieren nur spärlich mit uns. Immerhin machen sie in dieser kurzen Zeit auch klar, dass sie in den vergangenen 5 bis 10 Jahren nichts von ihren Mutantenkiller-Fähigkeiten verloren haben. Get down, son! Mehr über Tim und seinen Vater erfahren wir über Bücher, die wir in der Spielwelt von Sons of the Forest finden. Die beiden sind inzwischen erfolgreiche Autoren und Vater Eric macht seine Survival-Expertise zudem als Host einer TV-Show zu Geld. Der erste Content-Patch hat darüber hinaus diesen Webseitenartikel ins Spiel eingebaut. Aus ihm geht hervor, dass sich Eric auch öffentlich mit Pharmazieunternehmen Sahara anlegt und ihre Versuche mit mutierten Menschen aufdecken will. Sohnemann Tim hat sich indessen zum führenden Experten für die Multiversum-Theorie aufgeschwungen, sich mehrere Doktortitel verdient und ebenfalls einen Bestseller geschrieben. Bei seiner Forschung sucht er auch nach dem Ursprung des Artefaktes, das ihn beinahe sein Leben gekostet hätte. Er glaubt, es käme aus einer Paralleldimension. Und wie wir noch herausfinden werden, liegt er damit Gold richtig. Mit Tims Ankunft auf der Insel von Sons of the Forest endet nun also seine jahrelange Suche nach dem Ort, den er nur unter dem Namen Fundort 2 kennt. Wie er davon erfahren konnte, wird anhand zahlreicher Hinweise im Spiel klar. Laut eines Zeitungsausschnitts haben sich die Puff Corp, also die Firma der Milliardärsfamilie Pufton, deren rätselhaftes Verschwinden wir aufklären sollen, und Sahara Therapeutics einen erbitterten Kampf um die Kaufrechte der zweiten Insel geliefert. Da Sahara die Anlagen im Vorgänger gebaut hat, können wir davon ausgehen, dass Eric und Tim die Aktivitäten der Firma mit Adleraugen beobachtet haben. Puff Corp konnte den Konflikt zwar schlussendlich für sich entscheiden und so die Kontrolle über die zweite Insel gewinnen, aber aus zahlreichen E-Mails geht hervor, dass sich einige Angestellte der beiden Firmen trotzdem regelmäßig über die Funde und Erkenntnisse ausgetauscht haben. Die Führung von Sahara dürfte dagegen ganz und gar nicht gut auf die Familie Pufton zu sprechen sein. Schließlich stürzte Saharas Firmenaktie nach der Niederlage in den Keller. Nun scheint es bei Sons of the Forest so, als hätte Sahara einen Saboteur beim Konkurrenten Pufton eingeschleust. Lange wurde nämlich gerätselt, wer die Person in der silbernen Weste ist, die uns zu Beginn K.O. schlägt und Eric später verwundet. Der erste Patch hat dieses Geheimnis nun auf zwei Computerbildschirmen gelüftet. Laut dem ersten heißt der Schuft Jianzhu Zhang und ist im Sicherheitsapparat der Puff Corp angestellt. Die interne E-Mail auf dem zweiten Bildschirm verdächtigt Zhang schließlich des Verrats. Unklar ist derweil noch immer, ob die Puftons die Insel zum Urlaubsresort mit Wellnessbunkern ausgebaut haben, um ihre Warenaktivitäten zu tarnen, oder ob das Luxusangebot schlicht der Refinanzierung dienen sollte. Wir halten es zumindest für unwahrscheinlich, dass sie ihre Gäste als Versuchskaninchen verwenden wollten, denn was gäbe das denn für grauenvolle Bewertungen auf den Buchungsportalen? Dagegen spricht auch, dass die stinkreiche Familie die Gefahr offenbar völlig unterschätzt hat und selbst den Kräften des zweiten Artefakts zum Opfer gefallen ist. Weitere Hinweise verraten uns nämlich, dass es sich dabei diesmal um einen riesigen goldenen Würfel handelt, der in Abfolgen von 8 Zyklen einen Impuls aussendet, der Menschen unkontrolliert mutieren lässt. Auf einem Überwachungsvideo können wir diesen Vorgang, der scheinbar nur wenige Sekunden dauert, sogar als Aufzeichnung in Dauerschleife sehen. Eine Höhlenmalerei und größtenteils geschwärzte Geheimdokumente machen außerdem klar, dass man im Innern des Würfels nicht nur sicher vor dem Mutierimpuls ist, sondern dabei vorübergehend in die Ursprungsdimension der Artefakte reist. Also genau, wie Tim vermutet hatte. Ein Rätsel bleibt, ob die ebenfalls gefundenen Steintafeln und Gemälde andeuten sollen, dass derartige Würfel schon früher eine Rolle in der Menschheitsgeschichte gespielt haben. Genauso gut könnten sie lediglich Relikte der Inseleinwohner sein oder Spezialanfertigungen für den dekadenten Geschmack der Pufftons. Als wir schließlich selbst den mysteriösen goldenen Würfelraum finden,
muss uns Tim nur knapp zuvorgekommen sein. Er wartet mit gezücktem Laptop, auf dem der Countdown zum nächsten Impuls herunterzählt. Sofern Calvin und die rekrutierte Virginia noch leben, huschen auch sie rechtzeitig in den Würfel. Kotzbrocken Jiang kommt leider zu spät, so ein Pech aber auch. Der verletzte Eric hat sich offenbar mit dem Helikopter in sichere Distanz verzogen, denn ihn sehen wir später unversehrt wieder. Dann beginnt der Impuls und wir blicken tatsächlich für einige Sekunden auf eine futuristische Stadt in einer anderen Dimension. Hat diese unbekannte Zivilisation mit interdimensionalen Reisen experimentiert und so versehentlich Artefakte in unserer Realität hinterlassen? Oder sind es absichtliche Einmischungen, die bereits seit tausenden von Jahren vor sich gehen? Endgültige Antworten auf diese Fragen bleibt die Early Access Version bisher schuldig, könnten allerdings in kommenden Updates nachgereicht werden. Das liegt deswegen nahe, weil die ursprünglich veröffentlichte Version von The Forest auch kaum mehr als eine interessante Hülle war, die nach und nach mit weiteren Inhalten gefüllt wurde. Wir erinnern uns etwa, dass Timmy ursprünglich von einem Kannibalen und nicht vom rot angemalten Dr. Cross entführt wurde. Allerdings ist bei Sons of the Forest kein 4 Jahre langer Early Access geplant, sondern eigentlich nur eine Phase von 6 bis 8 Monaten. Der Early Access war schließlich nur eine Notlösung und sollte eine weitere Verschiebung vermeiden. Erst Anfang Februar hatten die Entwickler den Early Access Twist angekündigt. Es bleibt also spannend, was dieses Spiel tatsächlich noch an Antworten liefert und was vielleicht eher in einen möglichen Nachfolger wandert. Es wäre natürlich fantastisch, wenn wir uns in The Forest 3 dann tiefer mit der fremden Zivilisation befassen und sogar in ihre Welt reisen könnten. Der einzige Stolperstein dabei wäre wohl, dass Entwickler Endnight enorm wachsen und das Risiko eingehen müsste, ihre erprobte Survival-Sandbox aus dem Wald in eine urbane Umgebung zu verlagern. Das würde dann wohl eher zu einem klassischen Shooter à la Halo passen. Angesichts der bisherigen Geschichte können wir zumindest davon ausgehen, dass Tim und Eric LeBlanc ihre Suche nach der Wahrheit nicht einstellen und nach ihrem Heimflug auch ihre neuesten Erlebnisse wieder in Buchform publik machen werden. Uns lassen sie natürlich mitfliegen, aber wenn wir wollen, dürfen wir auch für immer auf der Insel bleiben und entsprechend des Tattoos auf unserem Arm in Ewigkeit Dämonen jagen. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir eines Tages sogar, wer wir eigentlich sind, warum wir diesen Spruch auf dem Arm tragen und ob unsere scheinbare Kontrolle über den Würfel am goldenen Anzug lag oder ob wir dann doch etwas außergewöhnlicher sind als ein zufälliger Söldner. Wir freuen uns jedenfalls darauf, in kommenden Updates weitere Geheimnisse zu lüften und hoffen, unser kleiner Story-Überblick hat euch dabei geholfen, das durchaus vorhandene Fleisch am Storyknochen von Sons of the Forest besser verdauen zu können. Wir wünschen weiterhin gute Jagd und guten Appetit und sagen bis zum nächsten Mal.